Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Und ich habe jetzt King K. Rool vermeintlich besiegt. Schauen wir uns mal die Credits an. Eine tiefe Dankbarkeit an. Codierung, Klapptrap. Charaktere, Groscher. Übrigens falsch geschrieben, oder war das die alte Rechtschreibung? Kunst, Gritter. Konzept, Klump. Kommando, King K. Rool. Ende? Fragezeichen. Super gemacht. Natürlich stimmt da so einiges nicht. Was nur bedeuten kann, dass King K. Rool noch nicht am Ende ist. Wow, wow, wow. Das hatte ich schlecht in Erinnerung, wie der jetzt springt, hey. Wow, 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 wow. Und er springt wieder zurück. Jetzt hat er Diddy erwischt. Das letzte Gefecht gehört Donkey Kong. Der letzte Sprung. Geschafft. Nein! Oh, nein! Ist es wahr? In letzter Sekunde besiegt er mich. Oh, ich war sogar der Krone ausgewichen. Meine Fresse. Es hätte doch zeitlich alles so gut geklappt. Okay, wir gehen jetzt nochmal schnell aufs Maul. Da ist Diddy schon am Arsch. Nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Hinterher versage ich dann an irgendeiner Stelle. Ich mache das lieber mit zwei Kongs. Diddy, du fängst an. Übrigens, der Sound wurde wieder verwendet in Donkey Kong Country 2. Da beginnt das Spiel hier auf diesem Schiff hier. Was ziemlich cool ist, was ich finde. Ich finde. Zu viele Sprachfehler. Entschuldigt mich. Ich bin ein bisschen vertieft in das Duell mit dem Oberbösewicht. King K. Kanonen. Das war schwierig. Doppelte Dosis Kanonen. Auch das war sehr schwierig. Man muss sich hier keinen Stress machen. Einfach nur einmal ausweichen und der Rest erledigt sich von selbst. Er wirft mit immer Bam. Ich habe schon lange kein Glas Wasser mehr getrunken, deswegen ist meine Gusch so verhunzt. Er wirft mit immer anderen Abständen seine Krone und das verwirrt mich höchstens ein wenig. Mal dauert es länger, mal weniger. Ich weiß nicht genau, wann ich springen muss. Ich muss ja immer ein bisschen vorher losspringen. Den Fake-Abspann, den sparen wir uns diesmal. Und jetzt noch zweimal auf ihn drauf hopsen und dann haben wir es. Wir können eigentlich einfach nur hier stehen bleiben. Kann uns wenig passieren. Das habe ich gemeint. So. So, das überlasse ich Donkey Kong. Wir haben noch beide, das heißt, wir haben gewonnen. Bäm. Das war's definitiv. Donkey Kong Country ist beendet. Zu 100%. Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut. Eine ganze Horde Kremlings ganz allein fertig gemacht. Da lacht das stolze Opa-Herz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Was für ein toller Spieler du bist, Junge. Du hast die Kremlings richtig blamiert. Und dann hast du auch noch alles gefunden. Du bist fast so gut wie ich. 101%. Super. Das war's. Die Kong-Familie ist wieder glücklich. Und jetzt sehen wir den richtigen Abspann, in dem alle Charaktere nochmal vorgestellt wird. Yeah, und das ist toll. Wir beginnen mit den bösen Typen. Knordi. Und da haben wir den offiziellen Beweis, dass er dasselbe von Banjo-Kazooie ist. Neki. Army, der Armadillo. Zinger, in allen Farben. Sogar die Öko-Biene. Slipper. Monkey Kong, der Verräter. Mini Necky.
Und jetzt die bösen Wassertypen. Bite-Size. Croctopus. Jumps Junior. Kleiner Hai. Dum-dum-dum. Großer Hai. Dum-dum-dum. Riesenhai. Dum-dum-dum. Clambo. Squid. ja, typischer Rare-Humor. Die Gremlings. Gritter. Mit den Springaffen an Bord? Oder kommen die noch extra? Klump. Crash. Klapptap. Die Bosse. Es geht doch schneller als erwartet. Very Knordy. Master Necky. Queen Bee. Wir sehen uns wieder. Really Knordy. Dump Drum. Mr. Dumpfbacke. Master Necky Senior. Kinkel Rule. Die netten Typen. Bambi. Expresso. Ciao, wir sehen uns nie wieder. Inguarde. Ciao, wir sehen uns öfter. Winky. Ciao, wir sehen uns nie wieder. Squawks. Wir sehen uns öfter. Familie Kong. Bin ich jetzt dran? Funky Kong. Candy Kong. Klar, ich bin der Nächste. Cranky Kong. Diddy Kong. Donkey Kong. Dong. FSK 18. Gewalt. Indiziert. Sehr gut, sehr gut. Also, Respekt. Ein Leben hätte mir genügt. Ich wäre schneller gewesen. Dank an Leitung Programmierung Kay Sutherland. Technik Programmierung Bigan. Okay, ich lese das nicht vor. Ihr könnt es selber lesen, wenn es euch wirklich juckt. Ich glaube irgendwie nicht. Tja. Abschließend ein paar Worte zu Donkey Kong Country. Es ist ein tolles Spiel, wirklich, und die Grafik war damals umwerfend. Heute ist sie nicht mehr so begeisterungsfähig wie 1994, aber nett anzusehen, für Super Nintendo Verhältnisse natürlich top. Und da war natürlich klar, dass nach einem so tollen Spiel auch ein Nachfolger gemacht werden muss, der noch toller war. Und Donkey Kong Country 3 ging leider ein wenig unter, weil da schon das N64 in den Startlöchern stand, hat keiner mehr so wirklich gekauft, außer mir. Und ja, dann kam Donkey Kong 64 damals und seitdem war es ruhig um Donkey Kong. Also, mein Gott, da kam so Donkey Konga und Donkey Kong Jungle Beat und was weiß ich für ein Kram. Aber das war ja alles Bullshit, kann man sagen. Und die Leute haben sich immer gewünscht, neues Donkey Kong, Donkey Kong 64 oder Donkey Kong Country. E3 2010 war es endlich soweit. Donkey Kong Country 4 wurde angekündigt und das wollen wir zocken. Das heißt, wenn euch das Let's Play hier interessiert, und das tut's, weil ihr nämlich zum Ende geguckt habt, dann interessiert euch auch Shigeru Miyamoto, Original Donkey Kong von. Ja, und dann interessiert euch auch Teil 4 und den werden wir zocken, aber vorher noch Teil 2 und 3. Wir hätten auch vorher sonst Donkey Kong Country 1, 2, 3 gezockt, aber dadurch, dass Teil 4 angekündigt wurde, habe ich es ein bisschen schneller gemacht. Und ja, direkt im Anschluss an dieses Projekt wird Donkey Kong Country 2 folgen. Und das war der Abspann, wir haben alles gesehen, jetzt gucken wir uns nochmal die 101% an. Ist gut, Cranky. Ein Sternchen hinten dran, ist das nicht toll? Das hatte ich noch nicht mal hier. Aber ich habe länger gebraucht. Guck mal, 2,59 und hier 2, egal. Gibt's noch irgendwas zu entdecken? Ich denke nicht.
Super. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen. Donkey, mach dich weg. Tja. Aber Donkey Kong werden wir erst wieder in Donkey Kong Country 4 spielen. Gut. Wir beenden dieses Let's Play in Donkeys Haus, in dem sich ein Reifen versteckt. Was soll ich noch sagen? Danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Projekt, Freunde. Bis dann. Ciao, euer Markus.